Ich bin Melissa Russo. Ich bin Spezialistin für innere Medizin und für Hochrisikopatientinnen. Beschäftige mich auch mit Patientinnen mit Ehlers-Danlos-Syndrom. Und heute möchten wir über die Folgen der Schwangerschaft auf Störungen des Bindegewebes sprechen. Welche Risiken gehen damit einher und was sollten Sie in Betracht ziehen, wenn Sie schwanger werden möchten und welche Risiken sind mit einer Schwangerschaft verbunden, wenn Störungen vorhanden sind in Sachen Bindegewebe. Und dann möchten wir auch über Tools und Ressourcen sprechen, damit Sie auch Ihren Arzt unterstützen können, damit eine gesunde und sichere Schwangerschaft garantiert werden kann. Es gibt keine einzige oder keine verallgemeinernde Empfehlung für IDS-Patientinnen, die schwanger werden möchten. Ich als Arzt würde die allgemeine Frage stellen, ist eine Sicherheit gewährleistet? Und das muss dann mit dem Arzt speziell besprochen werden. Was ist wirklich das Richtige, das Geeignete für den jeweiligen Fall? Wenn Sie ein Kind haben möchten, schwanger werden möchten, dann kann man auch in die Lage kommen, dass es Fruchtbarkeitsprobleme gibt und andere Frauen müssen hier entsprechend auf In-vitro-Befruchtung zurückgreifen, beziehungsweise auch die Möglichkeit einer Adoption in Betracht ziehen. Das ist, wie gesagt, eine sehr persönliche Frage. Ja, Ehlers-Danlos-Syndrom. Hier gibt es sehr verschiedene Störungen, sehr verschiedene Probleme. Es gibt 13 verschiedene Typen und für jeden Typ gibt es verschiedene Schweregrade. Die Diagnose basiert normalerweise auf der Vorgeschichte und manchmal werden Gentests durchgeführt, um das Ganze zu ergänzen. Das Ehlers-Danlos-Syndrom beschäftigt oder hat zum Inhalt Störungen des Bindegewebes, wo die Haut, die Ligamente, die Knochen und die Blutgefäße mit betroffen sind. Es kann verschiedene Strukturen im Körper betreffen. Während einer Schwangerschaft kann das Hauptproblem darin liegen, dass die Gelenke zu flexibel sind, dass die Haut auch sehr weit gedehnt wird und es zu anderen Problemen kommt, wie zum Beispiel POTS oder zu gastrointestinalen Problemen, zum Beispiel Dysmotilität. Das kann sich verschlechtern während der Schwangerschaft oder auch kardiovaskuläre Befunde können sich hier verschlechtern. Es kann zu einem Prolaps der Mitralklappe kommen oder sogar eine Erweiterung der Aorta-Wurzel. Welche normalen Veränderungen gibt es in einem Körper während einer Schwangerschaft? Da werden wir kurz eingehen. Also es gibt Veränderungen im kardiovaskulären System. Hier kann sich das, die Herzfrequenz, das Blutvolumen und so weiter erhöhen. Das ist ein größerer Druck, der hier ausgeübt wird auf die Blutgefäße. Dann gibt es auch hormonelle Veränderungen, darauf werden wir auch noch eingehen. HCG, Progesteron, Östrogen. Das kann aber auch Probleme dann mit sich führen. Und gastrointestinal kann man sagen, dass aufgrund des erhöhten Progesteronspiegels verstärkt Brechreiz auftritt und die Motilität des Verdauungssystems
kann zurückgehen. Hier kann es zu unter anderem zu einer Verstopfung führen. Darüber hinaus, rechts unten sehen Sie, dass sich die Schwerkraft verlagert, der Schwerpunkt verlagert und Frauen mit einer Gelenksinstabilität oder Gewebeschwäche haben hier besondere Probleme während der Schwangerschaft. Also das muss auch mit berücksichtigt werden. Bevor wir über die Schwangerschaft sprechen, glaube ich, wäre es gut, kurz über die Unfruchtbarkeit, also die Unfähigkeit, schwanger zu werden, zu sprechen. Hier sehen wir verschiedene Probleme, die von Frauen auch entsprechend angegangen worden sind. Sie sind zu Spezialisten gegangen und haben sich beraten lassen, welche Möglichkeiten ihnen jetzt offen stehen. Moment. Ich werde jetzt gleich auf EDS zu sprechen kommen. Die Nationale Stiftung für Elastanlos ist zu dem Schluss gekommen, dass 44% der Frauen Unfruchtbarkeitsprobleme hatte. Die Definition wäre, dass man ein Jahr lang erfolglos versucht hat, schwanger zu werden. Viele Frauen haben die Unterstützung von Spezialisten in Anspruch gekommen und sind zum Teil erfolgreich dabei gewesen. Bei den Typen 1, 2, 3 waren 44% der Betroffenen nachweislich, hatten sie nachweislich ein Problem, schwanger zu werden. Und sehr wichtig ist, dies auch zu berücksichtigen. Wer schwanger werden möchte und es nicht kann, sollte nach Hilfe sich umschauen. Das ist jetzt kein spezielles Merkmal von EDS, aber normalerweise in der Gesamtbevölkerung haben 10-15% der Frauen Fruchtbarkeitsprobleme, währenddessen bei EDS-Patienten das bei über 40% der Fall ist. Was kann Ärzte und Pflegepersonal tun für EDS-Patienten in diesem Zusammenhang? Auf jeden Fall müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie EDS haben und 23% haben über ihre Unfähigkeit berichtet, schwanger zu werden. Bei vaskulärer EDS war es sogar bei 63% der Frauen der Fall. Manchmal ist auch so, dass wenn im EDS jetzt dem Facharzt nahegelegt wird, dann wird mitunter von einer Schwangerschaft abgeraten, vor allem im vaskulären Fall. Aber ich möchte das kurz ansprechen. Eine Umfrage hat bewiesen, dass von vielen Ärzten nicht über andere Optionen gesprochen worden ist. Es wurde ihnen lediglich gesagt, dass sie von einer Schwangerschaft absehen sollten, weil hier ein gesundheitliches Risiko vorhanden ist. Das würde ich so nicht bestätigen. Und wenn es dennoch der Fall sein sollte, dann müsste man auch andere Optionen ansprechen. Gehen wir kurz auf die vaskuläre EDS ein. Diese Frauen haben ein größeres Risiko während der Schwangerschaft, vor allem aufgrund der hormonellen und kardiovaskulären Veränderungen während der Schwangerschaft.
Und das muss auf jeden Fall mit in Betracht gezogen werden, bevor man schwanger wird oder werden möchte. Es kann während der Schwangerschaft zu arteriellen Dissektionen kommen. Manchmal meint man, ja, das wird sich schon regeln. Es kann auch zu Rupturen kommen, Gebärmutterrupturen oder Hohlorganrupturen wie zum Beispiel Darm und so weiter. Hier gibt es jedoch keine großen Unterschiede in Sachen allgemeine Überlebensrate. Das ist jetzt nicht schwangerschaftsspezifisch für diese Frauen auszulegen. Gehen wir zurück auf die verschiedenen Typen von EDS. Wir haben zu den seltenen Typen nicht ausreichende Informationen vorliegen. Die Typen 1, 2, 3 und 4, das sind die häufigsten Fälle. Dort gibt es vor allem das Risiko einer vorzeitigen Geburt bzw. eines Risses der Membran. Und wenn diese Membran, die das Baby umgibt, auch Kollagen und andere Proteine des Bindegewebes enthält und diese Schicht nicht stark genug ist, dann kann sie frühzeitig reißen. Und es kann auch Probleme bei der Geburt geben bei EDS-Patientinnen. Es war davon die Rede, dass nicht normal auf die entsprechende Anästhesie reagiert wird. Und was sollten Sie beachten, wenn Sie schwanger werden möchten und EDS haben? Ja, dann sollten Sie darüber beraten werden, worauf Sie besonders achten sollten. Das sind jetzt natürlich, Sie müssen vor der Schwangerschaft mit Ihrem Arzt sich ganz genau beraten. Es gibt einige Medikamente, die man hier beachten sollten. Einige Frauen nehmen Medikamente, die während der Schwangerschaft nicht als sicher gelten, wie Angiotensin, Rezeptorenblocker oder Beta-Blocker oder wenn Sie zusätzliche Medikamente nehmen, dann ist es gegebenenfalls notwendig, hier die Dosis bzw. die Verabreichung zu ändern während der Schwangerschaft. Wer EDS hat, muss bei Baseline praktisch ein Echokardiogramm durchführen und bei Skoliose und anderen Problemen sollte dies genau untersucht werden, ob dann auch die Anästhesie möglich ist oder nicht. Andere Probleme sollten besprochen werden, zum Beispiel Genberatung. Welche Möglichkeiten gibt es, Gentests durchzuführen? Wir wissen jetzt nicht, inwieweit die Gen Komponente mit übertragen werden. Es gibt die Möglichkeit, Tests durchzuführen. Bei einigen Frauen ist keine genetische Veränderung während der Schwangerschaft übertragbar. Das kann gesondert untersucht werden. Und dann muss die Beratung durchgeführt werden, ob es jetzt wirklich angesagt ist, Gentests während der Schwangerschaft durchzuführen, denn wenn die Membran an sich schon schwächer ist, dann ist es wirklich fraglich, ob es sicher ist, hier die Flüssigkeit zu entnehmen, um die Gentests durchzuführen.
Beratung. Das ist ein sehr persönliches Thema. Welche Risiken kann die Patientin haben während ihrer Schwangerschaft? Und da ist natürlich auch die Rede von kardiovaskulären Risiken. Und wer jetzt nicht den Wunsch hat, schwanger zu werden, sollte auch über Empfängnisverhütungsmöglichkeiten sich beraten lassen. Ja, schwangere EDS-Patienten brauchen eine multidisziplinäre Betreuung. Die Betreuung der Mutter, Anästhesisten, die Kinderärzte müssen dann mit involviert werden, auch Physiotherapeuten und natürlich auch die Krankenschwestern in all diesen Spezialitäten. Wer eben kardiovaskuläre Probleme haben, sollte natürlich auf jeden Fall im Kontakt sein mit einem Kardiologen bzw. mit einem kardiovaskulären Chirurgen. Was die Behandlungsprinzipien betrifft für schwangere EDS-Patientinnen, in erster Linie geht es um den Schutz der Gelenke und die Gesundheit der Gelenke. Relaxin, dieses Hormon ist sehr wichtig während der Schwangerschaft, aber das kann die Gelenke weiter schwächen bzw. unstabil machen. Und in diesem Zusammenhang sollte mit einem Physiotherapeuten zusammengearbeitet werden, um die Gelenke jetzt sanft zu stärken und auch das Ganze mit den entsprechenden Übungen zu begleiten. Es gibt auch gewisse Gürtel und Bandagen, die eingesetzt werden kann, um die Gelenke zu fixieren, wenn es unter anderem zu starken Schmerzen in diesem Bereich kommt. Wie gesagt, es ist wichtig, mit dem Physiotherapeuten zusammenzuarbeiten. Auch die Art, wie man sich Bewegung, wie man sich bewegt, wie man steht. Natürlich die Gelenke werden jetzt flexibler, sind nicht mehr so fest wie zu Beginn der Schwangerschaft. Und das muss natürlich auch gestärkt werden und begleitet werden mit physiotherapeutischen Übungen. Dann gibt es auch Tachykardie, das posturale Tachykardie-Syndrom. Hier kann über einen Kardiologen diagnostiziert werden. Und wichtig in diesem Zusammenhang ist, sich gut mit Feuchtigkeit zu versorgen, Wasser zu trinken und auch entsprechend Salz zu sich zu nehmen. Dann kann auch ein Kompressionsstrumpf getragen werden. In einigen Fällen sind Medikamente erforderlich. Beta-Blocker und Midodrine sind während der Schwangerschaft auch entsprechend sicher. Bei Aorta- oder vaskulären Störungen, da sind während der Schwangerschaft Beta-Blocker zu nehmen. Auch ein Echokardiogramm ist anzufertigen, das ist ein Ultraschall zur Überprüfung der Aorta. Und je nachdem, wie schwer die Krankheit ist, sollte man mehr oder weniger regelmäßig, normalerweise in jedem Trimester, dieses Echokardiogramm durchführen. Was die Schmerzbehandlung betrifft, klar, über die Gelenksschmerzen können sich während der Schwangerschaft verschlimmern. Einige verwenden Opioide, um diese Schmerzen zu kontrollieren. Wenn sie genommen werden, dann sollten sie so gering wie möglich dosiert werden.
Da die Opioide werden durch die Plazenta transportiert und werden somit auch dem Baby zugeführt. Wie ich bereits gesagt habe, die nichtsteroiden Schmerzmittel NSAID können während der Schwangerschaft nicht eingenommen werden. Es ist auch mit Schmerzberatungszentren zusammenzuarbeiten während der Schwangerschaft, denn natürlich die Schwangerschaft kann bei diesen Frauen schmerzhafter sein. Über 27% der HEDS-Patienten haben eine Verschlechterung ihrer Schmerzen während der Schwangerschaft und einen noch größeren Anteil dieser Frauen nach der Geburt zu verzeichnen. Es gibt auch die alternative Medizin, die begleitend verwendet werden kann, wie zum Beispiel Akupunktur, Massagen und Yoga. Oder sanfte Bewegungstherapie. Ja, die Anästhesisten sind auch sehr wichtig während der Schwangerschaft. Wir haben es bereits angesprochen. Hier haben wir eine bildliche Darstellung der Wirbelsäule. Und hier sehen wir Fälle von Skoliose, einer neuralen Ektasie oder Anormalitäten in den Gefäßen und in seltenen Fällen gibt es hier auch vaskuläre Probleme und das sollte berücksichtigt werden, wenn dann in einer bestimmten Region Anästhesie verabreicht wird. Wer kardiovaskuläre Probleme hat, kann das Problem einer verstärkten Dilatation während der Schwangerschaft haben und bei einem hohen Blutdruck wird größerer Druck auf die Blutgefäße ausgeübt und somit vergrößert sich dieses Risiko. Das ist besonders zu beobachten und zu kontrollieren bei Frauen mit kardiovaskulären Probleme, insbesondere bei Dissektionen und so weiter. Das sollte berücksichtigt werden. Es soll eine mögliche Notsituation auch in Betracht gezogen werden und die entsprechenden Anweisungen schon im Vorfeld vorbereitet werden. Normalerweise wird die Anästhesie im Rückenkanal angesetzt. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, die hier angewandt werden können. Auch im Bereich der Anästhesie während der Geburt. Frauen mit einer Obstruktion der Atemwege sollte dies auch dem Anästhesisten übermittelt werden und damit im Vorfeld diesbezügliche Probleme ausgeschlossen werden können. Auch nach der Geburt sollte das verstärkte Blutungsrisiko vorgebeugt werden. Welche Empfehlungen kann ich jetzt Frauen mit auf den Weg geben? Bei
Ein normalem Ehlers-Danlos-Syndrom ist normalerweise eine vaginale Geburt möglich mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Und wenn eine Chirurgie erforderlich ist oder wenn gewisse Gewebe hier mit beeinträchtigt sind sollte, da besonderes Augenmerk darauf gelegt werden. Normalerweise erfolgt die Geburt nach 39 bzw. 40 Wochen. Bei vaskulären EDS-Patienten ist das früher der Fall, in der 34. bis 37. Woche, denn es besteht ein Risiko des Risses der Gebärmutter und das kann zu schwierigen Problemen führen und in diesem Fall empfiehlt man einen Kaiserschnitt, um diese Probleme dann entsprechend vorzubeugen. Prophylaktisch kann DDAVP eingesetzt werden. Das wird jetzt nicht allgemein empfohlen, aber in diesem Fall schon. Es gibt neue Studien, in der allgemein Bevölkerung, wo dann auch über die Verabreichung von Tranexamsäure 2 gesprochen wird und welche Empfehlung kann ich nach der Geburt mit auf den Weg geben. Für Frauen mit kardiovaskulären Problemen müssen sie diese natürlich auf jeden Fall weiter beobachten und auch im Krankenhaus speziell darauf untersucht werden. Frauen mit kardiovaskulären Problemen müssen auch genau beraten werden in Sachen Stillverhalten, ob sie Kind dann auch stillen können und wir haben, wie gesagt, noch keine ausreichenden Daten zur Verfügung, um das genau jetzt mit Evidenzen zu belegen, aber es bedarf jetzt einer ganz genauen Beobachtung der Patientin auch im Postpartum, vor allem wenn sie eine vaskuläre EDS-Form vorzuweisen haben. Es gibt weitere Probleme wie zum Beispiel vor Frühgeburt oder andere und ich kann Ihnen jedoch sagen, dass die meisten EDS-Patientinnen gesunde und erfolgreiche Schwangerschaften hatten und es ist wirklich wichtig, dass Sie mit einem Arzt zusammenarbeiten, in den Sie Ihr Vertrauen setzen können und der Sie durch diese Schwangerschaft oder die Sie durch diese Schwangerschaft betreut. Zusammenfassend kann ich nur sagen, planen Sie im Vorfeld, sagen Sie Ihrem Arzt, dass Sie schwanger werden möchten, dann brauchen Sie ein gutes Team, das Sie während der Schwangerschaft und bei der Geburt betreut und alle sollten wirklich darauf achten und mitwirken, damit Sie eine erfolgreiche und gute, angenehme Schwangerschaft haben. Ja, das war's. Die besten Informationen finden Sie auf der Website von Ehlers-Danlos, der Ehlers-Danlos Society. Hier sind verschiedene Dokumente zusammengetragen worden. Ich danke der Stiftung recht herzlich für all diese Arbeit, die Sie geleistet haben. Sie sehen hier auch meine E-Mail-Adresse abgebildet. Ich freue mich dann auf die Diskussionsrunde. Hier sehen Sie wie gesagt, noch meine E-Mail-Adresse, wenn Sie danach noch Fragen haben. Und ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Vielen Dank.